Also, die Lücke habe ich hier jetzt von H0 Zeichnungen aufkopiert, bis ich 3,5 gezogen habe. Und dann unter Anleitung, mit Hilfe von Hans Giesberger, habe ich dann die Lücke selber gebaut. Er hat dann alle Elektronik drin gemacht, das Getriebe hat er noch gemacht. Und somit hat die vorne in diesem Teil 4 Motoren. Hinten hat es keine Motoren, vorne und hinten hat es einen Haufen Elektronik drin. Hier ist noch eine Autobatterie, die sie dann nicht treibt. Und sie hören das auch so, dass es ist, weil es ein rechter Diesel wäre. Die Tochter war noch in Kalifornien und hat die Aufnahme gemacht vom Original, damit wir nachher die richtige Farbkombination haben. Und der existiert also noch in Amerika und fährt hier in die Weinberge rauf. Sie sehen hier unten eine, so eine Abtriebseinheit. Also da jede Achse hat einen Motor mit einem Zahnrädchen, der dann Geschwindigkeitsreduktion bringt. Die Autobatterie als Stromquelle. Hier 6 Volt Batterie für den Sound. Und hinterdurch Elektronik mit Relais, Transformatoren drin, damit alles so tut, wie es im Original sollte tun. Sie sehen hier
eine englische Güterzugsmaschine, ein Fünfkuppler. Die haben wir, ist einmal zum Verkauf gesehen, Tessin unten, wo jemand eine 3,5 Zoll Sammlung aufgelöst hat. Und ich konnte sie hier nicht können kaufen, weil ein anderer mehr geboten hat. Nachher wollte ich dann mal eine starke 3,5er Lucke haben. Und habe mir mal ausgeschrieben, ich suche so eine. Und dann konnte ich sie dann nicht von dem, was sie damals gekauft hat, wieder abkaufen. Der Kohlewagen war nicht brauchbar, wenn er inwendig in Reihen nicht gehört, kein Wasser drin tun. Der Kohlewagen habe ich dann selber gebaut, sodass jetzt alles funktioniert. Und die zieht also sehr stark. Sie hat auch einen speziellen Kessel inwendig, wo sehr gut Dampfentwicklung. Also mit dieser 3,5 Zoll Lucke kann man sehr viel machen und könnte auch mehrere Personen ziehen. Also Sie sehen hier, dass zwei Wassereinfüllstutzen. Dann hat es hier eine Handpumpe drin, wo man das Wasser in den Kessel pumpen kann, wenn etwas nicht mehr geht. Dann hier drinnen ist ein Händchen, damit ich aufmachen kann. Und dann läuft das Wasser vor. Hier in den Injektor rein. Und der Injektor pumpt es dann in den Kessel rein. Sie sehen hier den Regler auf- und zu machen, Geschwindigkeit regeln, den Bläser, dann hier einen für den Injektor, da unten für Vor- und Rückwärtsfahrt und auf dieser Seite, der Hahn hier, ist der Bypass. Also wenn ich zu viel Wasser im Kessel habe, wird der aufgemacht und dann pumpt das Wasser wieder hinterher in den Kohlewagen. Unten sehen Sie Türbüchse, wo man mit Kohle, Anthrazitkohle, heizt. Also Sie sehen hier den Geschwindigkeitsregler, man kann auf und zu tun. Dann hier hinten ist die Pfeife. Und hier unten haben wir die Speisepumpe, die Dampfspeisepumpe. Hier hinten ist der Bläser. Und auf dieser Seite ist für den Wasserstand die Entleerung. Hier steuert man für sie und hinter sie. Und hier hinten ist noch der Zylinderentwässerung. Und hier tut man dann schlussendlich führen.
Ja, das ist jetzt die Locke, die ich als erste mit fremder Hilfe wieder selber gebaut habe. Ich habe hier dafür 16 Jahre gebraucht. Das ist aber nicht wegen der Locke, sondern wegen meinem Beruf. Wir hatten keine Freizeit gehabt. Und es haben mir wieder ein Haufen Menschen haben mir da wieder einen Tipp gegeben oder sogar geholfen. Ich habe da nicht alles selber gemacht, aber schlussendlich steht sie jetzt hier. Wenn Sie hier schauen, hier die Niederreihen, die sind gemacht worden mit der Fräsmaschine, damit sie wirklich ganz gerade sind. Und sonst, sie hat einen Kupferkessel und bis jetzt ist sie immer tiptop gelaufen. Ich kann mit ihr hier fahren, habe bereits schon auf der Anlage vom Dampfmodellkopf der Schweiz, jetzt hier in Zürich, mal eine Probefahrt gemacht und es ist alles funktionsfähig gewesen. Wenn man die Dampflocke anheizen will, muss ich hier zuerst das Chemie wegnehmen, dann den Ventilator drauf tun, damit es einen künstlichen Luftzug gibt, sonst kann das Feuer gar nicht brennen. So tut man hier die Holzkohle zuerst mit Petrol tränken, dann zündet man das an und nachher tut man das hier durch die enge Öffnung rein tun. Dann schüttet man hier mehr Holzkohle rein. Wichtig ist, dass der ganze Boden komplett gedeckt ist und ein gutes Holzkohlefeuer drinnen ist, sonst brennt die Kohle nicht an. Machen wir einmal zu und lassen das führen. Also, bei einer Dampflocke ist wie bei der grossen gut geschmiert, ist halb gefahren. Also muss man hier dann auch nachher hier überall alle beweglichen Teile gut schmieren. Das Schürsystem ist hier verdeckt, in der Mitte. Hier hat es ein Deckel, wo man es aufmachen und dann kann man hier Öl rein tun. Und dann hier vorne und hinten auch noch. Die Holzkohle angebrannt ist und die feine Kohle, tut man jetzt die normale Kohle rein. Die ist auch noch sehr klein zum Fahren. Also Sie sehen hier, wie gross die ist. Und das Löffel hat etwa Kaffeelöffelgrösse. Thank you.
Kuppel. Ich habe noch eine, aber dann auch. Sie sehen also, ich hoffe, Sie haben Freude gehabt. Auch mit 3,5 kann man noch rumfahren. Ist allerdings nicht so einfach. Und ich habe kein Problem, die Maschine noch rumzutragen. Umso älter das man wird, wird das Zeug dann schwerer. Man hat dann irgendetwas im Rücken. Aber ich würde jedem empfehlen, wenn er so eine Maschine findet an einem Ort, dann soll er sie wieder aufpäppeln, bis sie schön läuft und daran viel Freude hat. Danke Ihnen für's Schauen, alles Gute!